Hallo. Wem vertraut ihr mehr, dem Mensch oder der Maschine? Diese Frage stellen wir uns heutzutage immer häufiger. Ich bekomme mittlerweile auf Facebook, YouTube und Co. mehr Content von Algorithmen vorgegeben und vorgeschlagen als von meinen Freunden. Jetzt sind wir an der Schwelle angekommen, wo wir langsam darüber nachdenken, ob wir auch in Situationen, wo zwischen Leben und Tod entschieden wird, die Kontrolle an die Maschine bzw. den Algorithmus abgeben wollen. Ich darf herzlich auf die Bühne bitten, Dr. Cynthia Briseno. Danke. Ja, hallo. Ich richte mich mal ein. Hört man mich so? Ja, alles gut. Ich stehe hier, weil schon wie angeklungen war, ich mich schon seit vielen Jahren mit der Frage beschäftige, wie kann der Mensch seine eigene Gesundheit gut verstehen oder wirklich intensiv verstehen und wie versteht er medizinische Zusammenhänge, die sehr komplex sind und wie können wir ihn dabei unterstützen. Das ist so das, womit ich mich in meiner täglichen Arbeit beschäftige und das habe ich viele Jahre habe ich das gemacht für als Medizinjournalistin. Also ich war zunächst mehrere Jahre bei Spiegel Online und habe dort das Ressort Gesundheit geleitet. Später war ich dann auch bei dem Verlag, der sich Wort- und Bildverlag nennt. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Verlag kennt. Wahrscheinlich so jetzt erstmal niemand. Wenn ich sage, er macht die Apothekenumschau, dann schauen vielleicht schon ein paar. Und spätestens, wenn ich sage, er macht die Rentner-Bravo, leuchtet bei dem einen oder anderen vielleicht das Lämpchen. Und es ist ja in der Regel so, dass wir uns für Gesundheit so erstmal nicht interessieren, gerade in eurem Alter, wenn ich das so sagen darf, so die Mehrheit von euch ist deutlich jünger als ich, ist Gesundheit etwas, was wir für als Selbstverständlichkeit erachten, etwas, was uns automatisch gegeben ist in der Regel und läuft so mit und über das Thema Gesundheit, sich darüber zu informieren, macht man jetzt in der Regel nicht so. Natürlich ändert sich das, weil wir uns immer mehr darüber Gedanken machen, auch schon in jungen Jahren, wie wir gesund bleiben können. Und dann gehen wir so in die Themen Ernährung und Bewegung und einfach Healthy Living, sage ich das jetzt mal. Das ist schon mal etwas, aber richtig für das Thema Medizin interessieren wir uns erst dann, wenn wir krank sind. Das heißt also, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn wir dann irgendwas haben und dann anfangen nach Symptomen zu googeln oder uns dann wirklich zu informieren, was habe ich da? Wie kann ich das behandeln, wie werde ich das wieder los und dann sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, heutzutage gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, sich dann darüber zu informieren und da sind wir bei dem Thema suboptimal oder digital suboptimal. Wir haben zwar immer mehr Möglichkeiten, uns darüber zu informieren, aber diese Information, diese Hülle und Fülle der Informationen, die wir da finden, die nimmt zu und es wird immer schwieriger für uns, da das Gute vom Schlechten auseinanderzusetzen. Und das ist, wie gesagt, womit ich mich beschäftige. Ich bin dann irgendwie nach einer Weile rausgegangen aus den Verlagen, weil es da immer nur darum ging, so da einzusteigen, wo man irgendwas beschreiben kann. Also irgendwie sagt, man schreibt einen Artikel über Krankheit XY, über Brustkrebs zum Beispiel und versucht so die Menschen zu erreichen, unidirektional. Oder man ist in der Apothekenumschau unterwegs und dann gibt es das Titel Osteoporose und derjenige, der aber in die Apotheke kommt, hat gerade das Thema Arthrose und ist da überhaupt nicht abgeholt und deshalb wollte ich so raus aus diesen unidirektionalen Medien und habe eine eigene Agentur gegründet mit meinem Partner, den ich auch beim Wort und Bild Verlag kennengelernt habe. Wir haben zusammen die Agentur Frisk Innovation gegründet. Frisk heißt im Schwedischen Gesundheit, frisch. Daher den Namen, weil ich was nach was Schönerem als Gesundheit oder Health, womit wir Deutschen sehr Schwierigkeiten haben, das auszusprechen. Deshalb der Name. Und da versuchen wir halt neue Wege zu gehen und Innovationen zu entwickeln, wie wir den Menschen in seiner Suche nach Gesundheitsinformationen unterstützen können. Und ich kann jetzt noch gar nicht so viel sagen, was wir schon alles gemacht haben und tun, weil uns gibt es noch nicht so lange und wir sind noch sehr mit diesem Thema beschäftigt, Agentur überhaupt erstmal zu gründen. Wir sind klein, wir haben erst einen Mitarbeiter und so weiter und so fort und sind natürlich noch auf der Suche nach Kunden und Partnern, mit denen wir tolle Projekte umsetzen können. Insofern wird es jetzt hier nicht so eine Projektschau wie bei vielen anderen Vorrednern. Aber ich möchte über ein Thema reden, das mich schon sehr beschäftigt, weil
es geht um die Medizin, die immer komplexer wird. Und damit wird natürlich auch dieses Thema, wie informiere ich über Gesundheit, auch komplexer, weil die Medizin an sich komplexer wird, die Sachverständnisse komplexer werden und weil in der Medizin halt vieles nicht schwarz und weiß ist, also nicht mehr. Früher war es so, sehr viel früher, dass man irgendwie bei ganz vielen Dingen einfach mal den Menschen zur Ader gelassen hat, Punkt aus, fertig. Da gab es kein Vertun. Heute ist es natürlich längst nicht mehr so, das diversifiziert, wird viel komplexer. Und wenn wir dann nur mal an das Thema Brustkrebs denken und den Fall Angelina Jolie, die sich vor, ich weiß gar nicht mehr, mehreren Jahren die Brüste vorsorglich hat amputieren lassen, weil sie sie hat eine Genvariante in sich, trägt eine Genvariante in sich, die das Risiko für Brustkrebs sehr stark ansteigen lässt. Und ihre Mutter war auch schon brustkrebskrank. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass es eben wirklich nicht einfach ist, Gesundheit zu kommunizieren, weil wir haben natürlich wahnsinnig viele Artikel darüber geschrieben und haben versucht zu informieren und warum macht man das und warum Brüste abnehmen, ja, nein und also Nutzen, Risiken, alles möglichst austariert zu erzählen. Und nach ein paar Wochen hat man aber festgestellt, dass die Zahl der Menschen, die zu den Ärzten gerannt sind und gefragt haben, muss ich mir jetzt auch die Brüste amputieren lassen, zugenommen hat. Und irgendwie haben wir so festgestellt, also irgendwie kommen wir mit diesen Informationen gar nicht durch. Also die Ängste sind ja trotzdem da. Und da sind wir schon bei dem Bereich, also wenn wir sagen Brustkrebs und da ist nicht vieles schwarz-weiß, sondern so eine Risikoabwägungssache, da wird noch ein Thema auf uns zurollen, wo es sehr viel um dieses Thema Risiko, Nutzen, Nicht-Nutzen Gefahr und so geht und das sind eben diese Algorithmen und die Fragen, die da mit einhergehen und da will ich jetzt so ein bisschen darüber reden. Beginnen möchte ich das Ganze mit einer Geschichte. Ich habe gedacht, Cat-Content funktioniert im Netz gut, vielleicht funktioniert es auch hier ganz gut. Das ist Oscar. Oscar ist, den gibt es wirklich und das ist wirklich Oscar. Oscar ist eine Katze, ein Kater, der in den USA lebt. Die Stadt habe ich vergessen, vorhin wollte ich sie mir noch gemerkt haben. Auf jeden Fall ist er als kleines Kätzchen ist er von einer Pflegeeinrichtung in den USA, einer kleineren Pflegeeinrichtung, adoptiert worden oder ins Heim genommen worden. Das ist ein Heim oder eine Pflegeeinrichtung, wo man sich um Demenzkranke, Parkinson-Kranke, Alzheimer-Patienten so im Endstadium kümmert. Kleine Einrichtung und die haben auch Tiere bei sich, einfach so um dieses, ja, da ist jemand da, den man streicheln kann oder so. Dieses Tiere hat man ja gerade als älterer Mensch sehr gerne um sich. Und einer davon ist eben Oscar. Und Oscar ist eigentlich ein Kater, der lebt übrigens heute noch, der jetzt nicht so wirklich anhänglich ist. Also das ist so ein eher Einzelgänger, der immer so sehr, ja, also missmutig so vor sich hintrat und also Menschenkontakt eigentlich gar nicht. Aber es gibt eine Ausnahme. Und zwar Oscar. Manchmal legt er sich dann doch zu jemandem ins Bett und fängt an zu schnurren und lässt sich streicheln. Und die Pfleger, nach einem halben Jahr, nachdem Oscar da war, haben festgestellt, er legt sich immer zu jemandem ins Bett, wenn er kurz darauf stirbt. Also innerhalb von 2 Stunden waren dann diese Patienten in der Regel wirklich gestorben. Und die Pfleger sind tatsächlich dann dazu übergegangen, wenn sie gesehen haben, dass Oscar sich ans Bett von jemandem legt, die Angehörigen anzurufen und zu sagen, ich glaube, es geht dem Ende zu. So, ich sehe schon hier im Publikum so erstaunte Gesichter. Es ist kein Hoax. Dieser Kater hat es tatsächlich auch mal in eines der renommiertesten Fachjournale für Medizin gebracht mit einem Artikel. Also nicht er selber hat ihn geschrieben, aber über ihn. In das New England Journal of Medicine. Und natürlich fragt man sich, wie macht der Kater das? Der hat eine erstaunlich hohe Treffergenauigkeit, also ich will jetzt nicht von 100% reden, weil 100% gibt es nicht, gibt es nie, aber doch sehr, sehr hoch. Und man fragt sich, also wie macht er das? Und wahrscheinlich ist es so, dass er das über so Sensorik macht, also zum einen, was er in der Sensorik hat, was er riecht, also irgendwelche flüchtigen Moleküle könnten es sein, die ältere Patienten in ihren letzten Stunden irgendwie von sich geben und die kann er irgendwie detektieren. Das heißt, der Kater ist im Grunde, hat eine bestimmte Sensorik und hat ein bestimmtes neuronales Netzwerk, was diese Gerüche aufnehmen und verarbeiten kann und dann ein Signal abgeben kann und dieses Signal ist eben, ich lege mich zu dir ins Bett. So, das ist jetzt sowas sehr Emotionales, gibt es in der Medizin aber auch in Form von so etwas. Das ist jetzt so ein Patientenmonitor, den man sieht, wenn man in der Intensivstation oft ist oder so. Und ich möchte mal folgendes Szenario aufwerfen. Also stellt euch vor, irgendwie ihr liegt im Krankenhaus,
jetzt nichts Lebensbedrohliches, aber doch irgendwie eine, weiß ich nicht, eine schwere OP und ihr liegt danach noch zur Beobachtung, noch lange da zur Beobachtung in der, auf der Intensivstation. Und dann passiert Folgendes. Der Arzt bekommt über sein Tablet oder über sein Smartphone bekommt eine Nachricht, die Werte sind kritisch. Es kann sein, dass innerhalb der nächsten 6 bis 8 Stunden Herzinfarkt, also dass sich der Zustand so verschlechtert bei dem Patienten, dass ein Herzinfarkt drohen könnte oder ein Schlaganfall oder was auch immer. Eigentlich eine ganz gute Sache, weil 6 bis 8 Stunden ist ein Zeitfenster, da kann man reagieren. Da können die Ärzte sich in Ruhe überlegen, was man dann machen muss. Und das ist nicht so wie sonst, dass irgendwie einer der Parameter aus dem Rahmen fällt, irgendwie plötzlich der Blutdruck oder der Puls oder was auch immer kollabiert und die Ärzte dann ganz schnell loseilen müssen und den Mann oder die Frau retten müssen, sondern sie haben Zeit, sich da Gedanken zu machen. Gibt es wirklich diesen Algorithmus? Wurde jetzt vor, ich glaube in diesem Jahr, von der FDA in den USA zugelassen. Das ist die Zulassungsbehörde für medizinische Therapien in den USA. Und ja, also gibt es wirklich, ich finde dieses Zeitfenster total spannend, weil man dann eben, wie gesagt, als Arzt noch Zeit hat. Und was dahinter steckt, ist ein Algorithmus, der halt eben viel besser als der Mensch und als auch die bisherigen Geräte oder Software, die es da gibt, Parameter miteinander in Verbindung setzen kann. Also der sieht nicht nur einzeln den Blutdruck oder den Puls oder was auch immer, sondern der bringt viele Parameter, die überwacht werden, in Zusammenhang. Sieht, wie die sich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, Stunden, Tagen verändert haben, wie der Verlauf war. Und obwohl ich jetzt keinen Bluthochdruck habe, der irgendwie mir signalisiert, da müsste ich vorsichtig sein, aber im Zusammenhang mit den anderen Parametern erkennt dieser Algorithmus eben Muster, der Veränderungsmuster und sagt, also irgendwie das könnte, wenn ich das prognostiziere, könnte das dazu kommen. Und das macht der Algorithmus oder man hat diesen Algorithmus trainiert, indem man einfach Patientendaten, Tausende, Hunderte von Patientendaten in diesen Algorithmus gefüttert hat, wo man eben Echtdaten da reingegeben hat und den Rechner hat quasi Muster erkennen lassen, wie sich diese Gesundheit, der Zustand der Patienten im Bereich der Vitalparameter über die Zeit verändert hat und hat diese Muster rausgefiltert, um dann eben prognostizierend sowas rausmachen zu können. So, das ist ein so ein Algorithmus, das ist jetzt ein bisschen nicht ganz so sehr wie Oscar, weil wir haben ein bisschen mehr Zeit, es geht nicht sofort um Leben und Tod, aber, und jetzt komme ich mit einem sehr plakativen Bild, also man stelle sich vor, diese Frau liegt schon seit langem dort, ist auch schon eine ältere Patientin, hat irgendwie schon lange mit ihrer Krebserkrankung zu tun, hat diverse Nebenerkrankungen und so und dann kommt der Arzt und sagt, pass auf, mein Rechner sagt mir, diese Frau wird die nächsten 6 Monate nicht mehr überleben. Und ich kann dir ziemlich genau sagen, das sind 6 Monate. Jetzt stellt man sich vor, dass den Fall, den wir heute gesehen haben, über die Insta-Story, man könnte jetzt dieser Frau, dieser Mia sagen, du wirst diese nächsten 6 Monate, wirst du mit 98%iger Wahrscheinlichkeit sterben. Ja? Und dann ist es natürlich so eine Frage, was dahinter steckt, ist, was können wir in dieser Zeit mit diesen Patienten machen? Müssen wir sie nochmal einer Chemotherapie unterziehen mit schlimmsten Nebenwirkungen oder schlimmen Nebenwirkungen? Ist es überhaupt noch sinnvoll, da zu therapieren? Oder wollen wir nicht sagen, wir ermöglichen dieser Person für die letzten 6 Monate ein sehr schönes Leben, weil es gibt heutzutage Palliativmedizin und die kann auch sehr viel und die kann vor allen Dingen Schmerzen nehmen, Ängste nehmen und so weiter und bringt diese Person in eine Palliativeinrichtung. Auch hier das gleiche Prinzip. Es ist einfach eine Maschine, die über einen langen Zeitraum viele, viele Tausende, Abertausende von Daten, mit Abertausenden von Daten gefüttert worden ist. Also mit Röntgenbildern, mit Diagnosen, mit Medikamenten, die ein Patient bekommen hat, mit Nebenwirkungen, die er bekommen hat, mit Nebenerkrankungen, die bei ihm entstanden sind, wie viele Metastasen der schon hat, wo sein Krebs ist und so weiter. Also Abertausenden von Daten. Und anhand dessen kann dieser Algorithmus eben sagen, was da ist. So, wenn wir das wissen, sind wir da schon mal eine Runde weiter, weil wenn man jetzt erstmal hört, er wurde auch in den Medien als Todesalgorithmus bezeichnet. Also ein Algorithmus sagt mir, ich habe nur noch 6 Monate zu leben, Punkt. Dann hat man natürlich da so ein sehr kaltes Gefühl. Ich finde es auch immer ganz spannend, wenn ich Menschen von Oscar erzähle, dann
kommen da sehr emotionale Reaktionen, sehr irgendwie, das ist ja was irgendwie schon faszinierend und spannend, aber irgendwie findet man das gleichzeitig so eher warm, weil sich da so ein Kater dann nochmal zu einem legt und dann vielleicht auch nochmal Trost spendet. Und hier ist es wie so eine Blackbox, ein Algorithmus. Was ist denn das überhaupt? Und wenn ich jetzt aber eben anfange, wie ich es gerade gemacht habe, Ihnen zu erklären, aus was für Abertausenden von Daten er diese Beziehungen rausziehen kann und da Muster erkennen kann, dann weiß man vielleicht schon mal mehr und denkt, ah ja, okay, kann man, hat ja irgendwas und wahrscheinlich kann der manche Dinge besser als der Mensch. Und wenn man dann noch sagen könnte, und das geht heutzutage bei vielen Dingen auch, der hat eine Trefferquote von 97% oder 95%. In 95% der Fälle liegt dieser Algorithmus mit seiner Positivprognose, dass man sterben wird, richtig. Das nennt man Sensitivität. Das ist jetzt medizinisch ein bisschen kompliziert, das ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man sagen könnte, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit tritt dieser Fall ein, dann ist natürlich die Frage, okay, bin ich eher jemand, der glaubt, ich gehöre aber zu den 5%, die eben das trotzdem noch überleben und diesen, wie wir es bei mir gesehen haben, vielleicht eben diesen, die Ärzte haben mir gesagt, ich habe nur noch so und so viel zu leben und ich habe es jetzt schon überlebt. Bei den Ärzten wissen wir nicht, wie genau die liegen, ja, also da, die können auch immer nur, und ein Arzt würde sich hüten zu sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit tritt der Fall ein, aber beim Algorithmus kann man das eventuell sagen und vielleicht entscheiden wir uns dann anders. Und worum es eben in der Medizin heutzutage geht, sehr viel, sind diese sogenannten eben Entscheidungsunterstützungssysteme oder Entscheidungsalgorithmen. Darum geht es, also Algorithmen, die einem helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen, egal ob als Arzt oder als Patient. Ein weiteres Beispiel ist die bildgebende Diagnostik. Da passiert auch heutzutage sehr viel und da wird heutzutage sehr viel auch um die Frage diskutiert, brauchen wir dann früher oder später nochmal den Arzt, um solche Tumorbilder zu erkennen oder nicht. Und das ist eine Diskussion für sich, die ich gar nicht jetzt so richtig anfangen möchte. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist tatsächlich, dass diese Algorithmen tatsächlich vieles besser können als wir Menschen. Also in dem Fall jetzt bei bildgebender Diagnostik zum Beispiel ist es so, dass die sehr viele mehr Parameter auf dem Bild erkennen können und dann eben mit höherer Treffergenauigkeit sagen können, das ist ein bösartiger Tumor. Es ist inzwischen, man ist sogar so weit oder es geht dahin, dass man sagen kann, ich sehe zwar, also Bild mit den Augen sehe ich noch keine Metastasen, aber die Eigenschaften dieses Tumors und der gesamten eben Konstitution des Menschen mit all den Parametern deutet darauf hin, dass da schon Metastasen irgendwo im Körper sind, die man halt nur noch nicht sehen kann und man kann dann früher darauf reagieren und entsprechend irgendwie eine Therapie verordnen. Also soweit sind wir schon und da passiert also unheimlich viel und jetzt in so einem Fall muss ich vielleicht als Patient nicht wissen, wie der Arzt zu dieser Diagnose gekommen ist. Also ich muss vielleicht diesen Algorithmus nicht verstehen, aber in so einem Fall wie diesem sogenannten Todesalgorithmus will ich es vielleicht doch verstehen. Ja? Und dann fände ich es einfach nicht gut, wenn mir keiner erklären könnte, wie der Algorithmus funktioniert. Deshalb ist eine wichtige Baustelle, die wir zu nehmen haben, ist, diese Algorithmen müssen von der Gesellschaft verstanden werden, also vom Arzt, vom Patienten und von der Gesellschaft allgemein. Denn wohin die Reise geht, zeigt sich auch an dem Beispiel. Es gibt Studien, es hat vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren mit einer Studie angefangen, wo man Instagram-Bilder gescannt hat und geschaut hat, was für Bilder Menschen posten. Das waren Menschen mit depressiven Erkrankungen versus eben nicht und hat gesehen, die depressive Erkrankungen haben, posten in der Regel düstere Bilder nach bestimmten Kriterien, Merkmalen, also auch wieder nicht schwarz-weiß jetzt gesagt, sondern nach verschiedensten Merkmalen, die man gefiltert hat und hat gesagt, dieser Mensch, der hat wahrscheinlich eine Depression und das Gleiche macht man heutzutage auch mit Wörtern, also man kann Texte filtern und nach Mustern suchen und Muster erkennen lassen, um zu schauen, ob da Menschen dahinter sitzen, die vielleicht von einer Depression betroffen sind. Nun, das hat natürlich einen Rattenschwanz an Dingen, die wir uns überlegen können, über die wir nachdenken müssen. Fängt natürlich schon bei der Frage an, wollen wir überhaupt so überwacht werden? Da sind wir schnell beim Thema Datenschutz und ich will nicht, dass jemand meine Feeds so durchforstet und so weiter und so fort, das ist klar. Aber natürlich stecken da auch Chancen drin, nämlich eine Depression rechtzeitig sich zu erkranken kann, im schlimmsten oder im besten Fall Leben retten. Insofern, auch da wird es immer mehr eine Herausforderung sein, das erklären zu können.
Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, das ist jetzt vielleicht ein Fall, der noch wirklich einen Nutzen hat, einen ethisch sinnvollen Nutzen, sage ich mal. Was passieren kann, ist das hier. Und das ist tatsächlich ein Patentbild von Amazon, das jetzt vor kurzem in den Medien ein bisschen die Runde gemacht hat. Man sieht hier die Szenerie, da ist eine Frau, die sagt also irgendwie, Alexa, ich habe Hunger. Und irgendwie hört man aber, wie sie da schnieft und hustet dabei und Alexa registriert es und sagt, okay, ich kann dir eine Hühnersuppe empfehlen. Rezept für eine Hühnersuppe schon mal als ersten so, ne, Erkrankung, also Erkältung, gegen Erkältung und so. Und dann sagt sie, ja, super, danke, dass du mich fragst. Und dann sagt Alexa, ja, und übrigens, ich kann dir auch noch Medikamente empfehlen. So, das ist ein eingereichtes Patent, ne? Also da stecken auch Algorithmen dahinter. Und auch da ist, also das ist nichts anderes als das, was ich vorher erzählt habe, nur mit einem anderen Anwendungsfall und natürlich mit einem, ja, kommerziellen Gedanken, Charakter dahinter. Ja, und also ich will eigentlich nur sagen, dass ich bei diesen ganzen Algorithmenthemen einige Fragen für uns Medizinjournalisten, für uns Kommunikationsmenschen, die die Gesundheitsinformationen kommunizieren müssen, aber auch für die Gesellschaft und in verschiedenste Institutionen da aufbauen. Und ich habe jetzt nur mal so ein paar Fragen mitgebracht, so als Anregung zum Nachdenken. Also eine Frage wäre natürlich, wer programmiert diesen Algorithmus? Das erste Beispiel, von dem ich euch erzählt habe, mit dem Todesalgorithmus, also mit der Vorbestimmung des Todes, da gibt es zum einen eine Forschergruppe aus Stanford, die hat das öffentlich publiziert, die hat den Algorithmus öffentlich publiziert in einem sogenannten Peer-Reviewed Journal, wo auch jeder draufschauen kann. Es gibt aber noch ein Startup, das auch so einen Algorithmus programmiert und dieses Startup bietet, dreimal dürft ihr raten, palliativmedizinische Versorgung an. So, und die haben diesen Algorithmus zum Beispiel nicht öffentlich gemacht, weil sie natürlich sagen, das ist ihr geistiges Eigentum, das ist natürlich, das wollen sie auch vermarkten und so weiter. Sie argumentieren natürlich positiv und sagen, wir können der Gesellschaft, wir können der Wirtschaft sehr viel Geld sparen natürlich, wir können den Menschen auch was Gutes tun, indem wir sie früher in die palliativmedizinische Versorgung kriegen und sie dadurch eigentlich die bessere Behandlung bekommen und die humanere Behandlung, als jetzt noch irgendwie durch diese ganze Mühle zu kommen. So wird da argumentiert. Aber natürlich kann man sich auch fragen, wenn ich nicht weiß, wie der Algorithmus eingestellt hat, was für eine Sensitivität hat er? Ab wann ist denn diese Schwelle erreicht, wo ich zu palliativ abgestempelt werde? Kann es auch sein, dass ich unter Umständen eine Therapie nicht mehr bekomme, die mir vielleicht mein Leben gerettet hat? Also das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wer steckt hinter solchen Algorithmen? Und damit einhergeht natürlich, wer diese Algorithmen überwacht. Also muss es da eine Überwachungsinstitution geben? Und wenn ja, wer? Das Problem bei diesen Algorithmen ist auch dass sie selbstlernend sind. Also künstliche Intelligenz kann diese Daten lernen und selbst lernen, nicht deterministisch, also ich gebe nicht vor, wie du das zu lernen hast, sondern sie lernt selbst. Das heißt, wir wissen unter Umständen gar nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert, weil das eine künstliche Intelligenz ist, die selbst lernt. Und da müssen wir also uns schon fragen, okay, wie wollen wir diese Algorithmen überwachen und wer kann das überhaupt leisten? Wer ist überhaupt dazu fähig? Dann auch, wie wird die Qualität gesichert? Also was für einen Sinn hat jetzt so ein Algorithmus, wenn wir jetzt Alexa nehmen mit dem Verticken von Medikamenten, weil einer hustet oder der vielleicht auch Therapien anbietet, weil einer traurig klingt und dann einen zum nächstbesten Psychologen schickt, der da jetzt aber Werbung auf Amazon macht, versus halt eben wirklich einem sinnvollen Algorithmus, wie jetzt zum Beispiel auch dieser palliativmedizinische Algorithmus, den ich jetzt, von dem ich wirklich nicht hiermit sagen will, ich finde den nicht gut, sondern per se ist das ja an und für sich eine gute Sache, um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Aber dazwischen schieben wir uns und wir müssen eben dafür sorgen, dass diese Qualität der Algorithmen wirklich gesichert ist, dass die ein gutes Ziel haben und was dahinter steckt. Und für mich, ach so, dann eben auch noch wichtig ist so die Frage, wer steht für diesen Algorithmus gerade? Also wenn der Arzt jetzt diesen Algorithmus angewendet hat, haftet der am Ende dafür, für die Entscheidung, die er getroffen hat? Und
Als letztes eben so diese für mich wahnsinnig spannende Frage ist eben, versteht der Arzt oder Patient den Algorithmus? Und ich glaube, da gibt es so für uns Kommunikationsdesigner sehr viel zu tun. Und da ist halt so die Frage, okay, wie designe ich so einen Algorithmus? Wie gestalte ich ihn? Wie gestalte ich die Information drumherum? Muss das eher sowas sein in Richtung Oscar oder muss das eher etwas sein oder kann das etwas sein, was ich nicht verstehe, aber wo es vielleicht regulierende Behörden gibt, die sich schon darum kümmern und ich kann mich darauf verlassen, dass der Algorithmus schon das tut, was ich mir auch von ihm wünsche. Ja, das sind so ein paar Anregungen, die ich mitgebracht habe zum Nachdenken. Ich hoffe, nicht schlaflose Nächte vorbereite, aber ja, vielen Dank.